Willkommen bei WatchMaxes Uhrenvideos. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Heute geht es um eine Woche am Arm, One Week on the Wrist, mit meiner Sinn 910 SRS. Ich habe sie heute Mittag bei Sinn geholt und habe schon angefangen, mein wirkliches Review- und Vorstellungsvideo zu machen. Aber natürlich gibt es bei einer neuen Uhr auch das Video eine Woche am Arm. Und das ist dieses Video. Mein Review werde ich wahrscheinlich schon veröffentlicht haben, wenn du dieses Video siehst. Diese Woche geht es darum, wie gefällt mir die Uhr, wie gefällt sie mir am Arm, was fällt mir alles auf, was ich bei der Vorstellung selber so noch nicht erkannt habe. Genieße das Video. Heute Abend gibt es ein kurzes Zwischenfazit und dann geht die Woche weiter. Es ist Mittwochabend, Tag 1 meiner eine Woche am Arm mit der Sinn 910 SRS. Wir haben 11:45. Ich habe die Uhr heute Mittag gekauft und bin immer noch richtig super glücklich und eine ganz, ganz besondere Uhr für mich. Ich habe heute schon die Aufnahmen gemacht für mein Full Review und ich habe eine kurze Vorstellung geschrieben für das Sinn Uhren und Technik Forum, Link unten in der Videobeschreibung. Habe Fotos gemacht und eine Uhr, die für meine Verhältnisse ganz außergewöhnlich ist, weil sie hat keine Leuchtmasse, worauf ich normalerweise durchaus Wert lege. Sie ist super angenehm am Arm und macht mir richtig, richtig, richtig viel Spaß. Donnerstagmorgen, 9:05, Tag 2 meiner eine Woche am Arm. Die Sinn 910 SRS ist noch am Arm und ich habe sie auch die ganze Nacht am Arm gehabt, denn zu dem Wochentagetest gehört natürlich auch die Frage, wie komfortabel ist sie am Arm, wenn sie länger am Arm ist. Ich muss ganz ehrlich sagen, die Uhr begeistert mich mehr, als ich gedacht habe. Sie ist auch bei schlechten Lichtverhältnissen erstaunlich lange ablesbar, was wohl an dem hellen Ziffernblatt und den tiefschwarzen Zeigern liegt. Bei absoluter Dunkelheit ist sie natürlich nicht ablesbar, aber gestern konnte ich sie in der Wohnung mit Schummerlicht und teilweise auch ohne Licht bis gegen 11 Uhr ablesen und heute Morgen in der aufgehenden Sonne im anbrechenden Tag ab circa 4:30, um diesen Dreh rum ohne Licht. Wirklich klasse, ich bin begeistert und freue mich auf die Woche. Vielleicht wird sogar mehr als eine Woche draus, denn es ist eine wirklich klasse, tolle Uhr. Es ist Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Meine Sinn ist nach wie vor am Arm und es ist wirklich eine Uhr, zu der ich ein riesig tolles Gefühl entwickelt habe. Sie gefällt mir super gut und ich entdecke jeden Tag neue Sachen, die ich klasse finde und die ich so auf den ersten Blick gar nicht ganz bewusst wahrgenommen habe. Und es war die 100% richtige Entscheidung, mir diese Uhr zu einem besonderen Anlass zu kaufen. Ich zeige euch gleich im Video nochmal, was mir jetzt vor kurzem aufgefallen ist, beziehungsweise erst richtig bewusst geworden ist. Ja, hier ist die Uhr und was ich so nicht genau wahrgenommen habe und was auch jetzt hier bei dem Licht vielleicht nicht ganz so deutlich wird, die innere Tachymeterskalierung ist grau und dadurch ist das Ziffernblatt in mehrere Zonen aufgeteilt und der graue Tachymeterring ist ein wunderschöner optischer Akzent, der die Uhr in meinen Augen optisch noch einmal aufregender macht, als wenn sie nur einfach weiß gewesen wäre. Gefällt mir sehr, sehr gut und ist ein Akzent, auf den ich immer wieder gucke und der mir wirklich positiv auffällt. Wir haben Freitagabend,
kurz nach 8 meine Sinn 910. SAS ist noch am Arm und eine Uhr, die mir unglaublich viel Freude macht. Wie ihr sehen könnt, ich habe auf das schwarze Lederband gewechselt, weil ich einfach noch ein paar besondere Aufnahmen machen wollte für mein Review-Video und den Wechsel auf das Lederband und einen kurzen Abriss darüber, wie sie dann am anderen Bändern aussieht, zeige ich euch aber auch in diesem Video. Ja, zunächst mal muss das Stahlband runter. Da habe ich jetzt doch einige Erfahrung. Das geht relativ schnell. Nicht ganz so schnell wie hier im Video gezeigt, aber doch problemlos. Und wenn das Stahlband dann einmal runter ist, kann man dann mit noch weniger Aufwand das Lederband montieren. Kurz auf beide Seiten. Ich habe hier das schwarze Vintage-Lederband mit der roten Kontrastnaht von Sinn. Und ich finde, dass das die Uhr deutlich sportlicher macht und das Ziffernblatt noch stärker betont als das Stahlband. Das Stahlband ist, glaube ich, die edelste aller möglichen Varianten. Und mit dem mittelbraunen Pferdelederarmband, was ihr hier seht, ist die Uhr ein wunderschöner Kompromiss und eine ganz fantastische Freizeituhr. Das Stahlband ist, glaube ich, die Variante, die ich im Sommer, wenn es jetzt heißer wird, bevorzugen werde. Morgen habe ich einen Arbeitseinsatz bei meinem Schwiegervater. Mal schauen, was ich da an Aufnahmen schaffe. Spätestens am Sonntag geht es aber weiter. Wir haben Freitagmorgen, Tag 3 meiner eine Woche am Arm. Meine Sinn 910 SRS ist am Arm. Zu Uhr selber kann ich noch nicht so richtig viel Neues sagen von gestern auf heute, aber ich kann sagen, dass das Vintage-Lederband in Schwarz unglaublich stark nach Leder riecht. Also so stark, dass ich beim ersten Mal gedacht habe, was riecht hier so, und erst nach und nach auf die Uhr gekommen bin, ist mir sehr stark aufgefallen. Hatte ich bisher bei keinem anderen Lederband von Sinn, dass das so extrem stark riecht. Nicht schlecht, aber eben nach Leder. Wir haben Samstag, irgendwas kurz vor 12. Eigentlich wollte ich euch was zu meiner Sinn 910 SAS erzählen, aber da steht mir gerade überhaupt nicht der Sinn nach. Ich habe heute eine Nachricht gehört aus meinem privaten Umfeld, die mich vollkommen erschüttert und geschockt hat. Ich habe jetzt gerade überhaupt keinen Sinn, über Uhren zu reden, und werde mir wahrscheinlich auch morgen einen Tag Pause gönnen. Vielleicht mache ich dann Montag weiter, ansonsten werde ich das Video abbrechen und alles so stehen lassen, wie es ist, und dann später nochmal meine restlichen Eindrücke nachschieben, aber im Augenblick kann ich nicht wirklich gut über Uhren reden. Wir haben Montagmorgen, es ist 7:30 Uhr, meine Sinn 910 SRS ist am Arm und ich habe mich entschieden, das Video zu Ende zu machen. Es fällt mir nicht ganz leicht, aber ich habe jetzt am Wochenende wirklich oft die harte Tour gelernt, dass niemand weiß, welcher Tag der letzte ist, und man sollte wirklich versuchen, aus jedem Tag etwas Positives rauszuziehen, aus jedem Tag etwas Schönes mitzunehmen und wirklich versuchen, das Leben zu genießen, jede Minute, die möglich ist. Man weiß wirklich nicht, wie viel Zeit einem bleibt, und deshalb mache ich weiter, weil es mir Spaß macht, auch wenn es für mich in gewisser Weise ein Angang war. Ja. Was ich sagen wollte ist, was mir aufgefallen ist, das finde ich ein bisschen schade, das schwarze Lederband, das schwarze Vintage-Lederband von Sinn färbt ab. Ich zeige euch das gleiche Video nochmal, also das ist definitiv für mich kein Sommerband. Ich muss das in den kühleren Monaten nochmal testen, ob es dann besser geht. Hier haben wir die Uhr am Arm. Und wenn ich das Lederband abmache,
dann kann man die Verfärbungen am Arm sehen. Nicht sehr schön. Ja, Montagabend, Tag 6 meiner eine Woche am Arm. Meine SIN 910 SRS ist noch am Arm. Ich habe die ganze Woche überlegt, was fällt mir an der Uhr auf und warum gefällt sie mir so gut und warum kann ich das nicht in Worte fassen. Heute habe ich es gemerkt, die Uhr hat nahezu keine Spiegelung auf dem Glas. Es ist bei ganz, ganz vielen Blicken auf die Uhr so, dass ich denke, es ist überhaupt kein Glas da und ich kann komplett perfekt alles ablesen. Null Spiegelung, null Reflexion. Absolut klasse. Ich vermute, es liegt an dem cremeweißen Ziffernblatt, aber ich habe auch andere Uhren mit hellem Ziffernblatt, die etwas mehr spiegeln. Insofern bin ich da nicht ganz sicher, aber das ist absolut grandios und ich finde es super. Ein zweiter Punkt, den ich noch sagen wollte, ist, ich habe immer gesagt, ich brauche keinen Schraubenkleber, ich benutze den nicht. Ich habe, als ich die Uhr gekauft habe, mit dem Mitarbeiter von SIN nochmal gesprochen und er sagte mir, er nimmt ihn immer, denn sie hatten schon zweimal Reklamationen, wo eine Uhr vom Arm gefallen ist, weil sich die Schrauben gelöst haben, weil sie vergessen hatten, Schraubenkleber zu nehmen. Insofern werde ich wahrscheinlich doch dazu übergehen, meine Stahlbänder demnächst mit Schraubenkleber zu sichern. Wir haben Dienstagmorgen, kurz nach 9. Meine SIN 910 SRS ist noch am Arm und die Woche war so anders, als ich sie erwartet habe. Aber das liegt nicht an der Uhr. Die Uhr ist richtig, richtig klasse. Ich bin mega begeistert. Und sie hat wirklich das Potenzial, sich zu meiner Lieblingsuhr oder einer meiner Lieblingsuhren zu entwickeln. Die Größe ist ideal, die Ablesbarkeit ist super, zumindest solange noch ein minimales Restlicht vorhanden ist und die Stopp-Rück-Start-Mechanismus oder Flyback-Mechanismus finde ich richtig klasse. Und mir gefällt auch, dass sie eine etwas außergewöhnliche SIN ist, aber trotzdem eine typische SIN. Ja, mich würde interessieren, was ihr über die Uhr denkt und schreibt es gerne in die Kommentare. Am wichtigsten ist aber, bleibt gesund, genießt jeden Tag und freut euch auf die nächsten Videos. Bis dahin, tschüss, euer Axel.